Und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Mein Name ist Lifeboss und wir machen wieder da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich mit Chris Fleischwiegel. Um genau zu sein. Haben wir beim letzten Mal aufgehört, ich will mir nur kurz einmal umgucken. Ohne Scheiß. Diese Mutation ist neu. Das ist ein neuer Virus. Das war zu erwarten. Hättest du jetzt mal hier... Was werden wir jetzt so viele gerade? Was da? So eine scheiß Falle. Nein. Ja. Es sind so viele. Wir brauchen eine Lücke. Oh. Ich bin auch schon dabei, Mädel. Jetzt nehmen wir nicht. Wenn du mich nicht zergehen hast, soll ich gerne mal ein bisschen Munition einsammeln. Muss es doch irgendeine Lücke geben. Danke, die nehme ich mit. Frage, wo kommst du jetzt her, du komische Kuh? Keine Zombies? Alles klar. Das hinterfrage ich mal jetzt nicht. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob da draußen was ist oder ob ich jetzt... Schrotgewehrmunition. Da haben wir das auch noch was, da kann ich aber jetzt gerade nicht zu. Jetzt kann ich da hin. Was haben wir hier? Impulsgranate. Interessant. Es wäre nochmal schön, wenn das Spiel mal sagen würde, wo ich hin soll. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich wundere, dass hier keine Zombies gerade sind. Hallo, was haben wir da? Oh, Pistolenmoni. Alles klar. Moment mal. Ah, ich muss da unten hin. Okay. Mann, ich hasse dieses Schiff. Ich hoffe nur, Jill und Parker sind okay. Das hoffe ich auch, mein Lieber. Das hoffe ich auch.
hier komme ich nicht weiter. Auf geht's zum nächsten. Kommen, hier Jackass. Wie sieht's aus? Hallo, weißt du vielleicht, wo Parker und Jill sein könnten? Jessica? Ja. Warte! Wenn ich mir das Schiff so ansehe, scheint der Motor Probleme zu machen. Sie sind sicher im Kielraum und versuchen ihn wieder in Gang zu setzen. Das könnte sein. Los, wir gehen runter. Erstmal lade ich nach, bevor ich irgendwas mache. Oberste Priorität. So, ich würde aber gerne ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt dem so trauen darf. Nee, Moment mal. Wenn ich dem jetzt so trauen darf, müsste ich... grünes Kraut. Ja, damit. Wenn ich dem jetzt so trauen darf, müsste ich hier rein. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es jetzt mal stark. Mir gefällt das nicht. Noch ein grünes Kraut. Ich glaube, dass da was drin ist. Hab ich's doch gewusst. Gib nicht so an. Schieß einfach. Bitte! Bleib, du bist Hackfresse! Ich leb noch. Ich lasse dich hier, aber ich leb noch. Dass ich das überlebt habe, das wundert mich jetzt gerade extrem. Ich lasse. Haut ab! Das wollte ich, danke schön. Die kannst du gerne angreifen. Bei mich lässt du mal schön in Ruhe, Freundchen. Wie ich das jetzt mache, aber ich muss das irgendwie überleben. Au! So was hasse ich einfach, nur ehrlich. Aber gut, dass ich wenigstens da anfange, wo ich zuletzt eben gestorben bin. In dem Falle hier. Ich glaube, dass da was drin ist. Hab ich's doch gewusst! Gib nicht so an! Schieß einfach! Oh, bitte! Bleib, wo du bist, Hackfresse! Okay, das ist der einzig positive Aspekt, den ich gerade gehört habe. Ich wollte gerade sagen, lass mich schön durch, Freundchen. Oh ja, greifst du ruhig an, greifst du ruhig an, ist kein Problem. Solange ich nicht derjenige bin. Geschenk? Das
solltest du eigentlich nicht, aber okay. Ich würde sagen, ich will die andere Dunkelfacke. Hadouken! Okay, den ersten bin ich los. Der zweite könnte mir immer noch Probleme machen und das gefällt mir nicht. Fuck! Okay, ich glaube, die Granate könnte mich gerade gerettet haben. In deine dämliche Fresse, du Messi. Dreizackschlüssel. Bin ich froh, dass ich das hinter mir hab gerade. Ohne Scheiße, ich hasse diese Biester. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Quaitro will diesen Virus also auf die Welt loslassen. Ja. Und das Schiff ist bereits verseucht. Was Jill und Parker ein Empfangskomitee beschert hat. Ich würde mich gerne noch mal ganz kurz umgucken. Nur für den Fall der Fälle. Irgendwie habe ich nämlich gerade so das Gefühl, dass ich was übersehen habe. Hm? Nichts passiert. Alles klar. Okay, wollte nur wissen, ob es da weitergeht, aber das scheint es nicht zu gehen. Okay, gut zu wissen. Rein in die gute Stube. Ach du Scheiße. An die kann ich mich gar nicht erinnern. Die kann mir ja noch richtig große Probleme bereiten. Munition habe ich voll. Okay. War klar. Ich schieße ihn in den Fuß und es passiert auf jeden Fall was. So einer. Toll, ich habe kaum noch Munition für die anderen Waffen. Das ist scheiße. Wenn jetzt noch so ein Vieh kommt, dann habe ich echt ein Problem. Hm.
gut. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal. Yes. Wenigstens wieder Munition hier. Mann, ich brauche keine Pistolenmunition. Alter, wie habe ich das? Im Ernst, wie habe ich das jetzt gerade noch überlebt? Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen, wie habe ich das überlebt? Eine Granate. Da kann ich doch mal ein Leckerchen. Das habe ich überlebt. Und dann hier. Das ist auf jeden Fall der Fahrstuhl, wo ich gewesen bin. Ich habe echt so ein Glück mit diesen Granaten, ehrlich. Ich habe so ein fucking Glück. Aber gut, okay, lassen wir das jetzt mal außen vor. Ach so. Aktuelle Zeit Durchgang im Kiel. Kaum. Ist da jemand? Irgendjemand? Ja. Ich werde alles tun. Für immer. Nicht aufgeben, Parker. Es muss einen Weg geben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde, sie zu retten. Dafür muss Parker ein richtig ordentliches Essen springen lassen. Ich will erstmal mich da hinten umgucken, bevor ich das mache. Wo zum Kuckuck laufe ich hier gerade hin? Achtung, Motorenproblem. Melden Sie sich sofort im Maschinenraum. Bewegt sich nicht. War ja klar. Schon, wo das hinläuft. Natürlich! Moment, ganz kurz. Option, ich will nur ganz kurz irgendwas wissen. Alles klar. Das war jetzt pure Absicht. Allein schon aus dem Grunde, damit ich diese Dumpfbacken loswerde. So.
Lass mich los! Ja, so ein Glück, dass meine Munition ausgeht. Jetzt lass mich los! Dankeschön! Jetzt auf einmal kommt diese dumme Eiskuh. Weiter schießen. Nein, einfach Granate. Zack. Problem gelöst. So. Interessant. Das, ich kann gerade nicht anders, das muss ich machen. Oh, jetzt. Danke. Ich bin ja nicht von da drin, von da draußen aus. Schade. Wo kommst du jetzt her? Alter, wo kommst du? Okay, wisst ihr das? Hier, hab Granate. Den wollte ich nämlich scannen, damit ich endlich auch diese Spezies habe. Boom, Schakalaka. So. Ich glaube, das waren alle. Oh, MG-Munition. Oh ja. Schrotgewehr-Muni. Ja, noch mehr davon. Grünes Kraut. Das nehme ich doch gerne. Bewegt sich nicht. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Doch, ich komme hier weiter. Toll, wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Puh. Was war das denn jetzt? Oh, lass doch den Scheiß, Mann! Natürlich muss der nachladen. So, jetzt reicht's mir mit dir.
es weitergeht, habe ich echt ein Problem. Wisst ihr was hier so? Hab Granate. Ey, du gehst mit einem auf den Sack. Mach einfach gar nichts, genau. Wenn ich nicht gleich ein grünes Kraut in die Finger bekomme, habe ich echt ein Problem. Ohne Scheiß. Oh. PC? Moment, Moment kurz. Ich hoffe, dass das trotzdem noch mit aufgenommen wird. Jetzt alles, sorry, übrigens gerade. Ich weiß nicht, wieso irgendwie ist gerade Skype aufgegangen. Obwohl ich es gar nicht aktiviert habe, aber egal. Das ist der Maschinenraum! Schneller! Das ist wirklich ohne Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, wieso das gerade passiert ist. Ich habe Skype nicht geöffnet. Also nicht den Befehl dazu gegeben. Ich weiß aber nicht. Ich weiß. Niemand zu Hause. Wo bist du, Jill? So. Wenigstens kann ich hier in dem Sinne Schluss machen für heute, beziehungsweise mit diesem Part. Vorher werde ich aber noch einmal speichern. Ich hoffe, dass es wirklich jetzt keine Komplikationen gerade gab. Also sprich, dass jetzt irgendwie vielleicht schwarzer Bildschirm oder so ist, ich weiß es nicht. Das heißt nur, dass eben Skype halt geöffnet wurde, obwohl ich es gar nicht gedrückt habe, aber okay. Interessant. Auf jeden Fall, das war's erstmal mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann hier an der Stelle wieder weiter. Und ja, kann darauf nur noch Folgendes sagen. Bis dahin, ciao, ciao.